geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute steht mal wieder auf dem Programm ein Q&A. Ihr habt eure Fragen auf Instagram gestellt und die werde ich heute einfach offen und ehrlich wie immer beantworten. Let's go! Okay, ihr wisst ja Bescheid, einmal im Monat oder alle paar Monate mache ich einfach mal so ein Q&A, um euch auch auf den neuesten Stand zu bringen und euch einfach so ein bisschen mit auf meine Journey im Detail mitzunehmen. Ne? Ihr bekommt ja in meinen Videos, zwar seht ihr, wie ich fahre, was ich mache, Equipment und so weiter, aber ich denke, es sind immer einige Fragen offen und ich schaffe es nicht immer, alle Instagram-Nachrichten zu beantworten. Deswegen immer diese Q&As. Und wir starten direkt rein mit der ersten Frage. Hast du mal vor, mit deiner Community dich zu treffen, zum Beispiel in Fahrentscheid? Auf jeden Fall habe ich das vor. Das Problem an der Sache ist einfach Corona. Sowas zählt ja als öffentliche Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Marc mitbekommen habt, also Pottlegende. Der wollte ja so einen Community-Ride machen und das hat er dann gecancelt, weil einfach die Regeln zu streng sind, es ist zu kompliziert. Wenn das Ganze einfacher wird, dann wird sich auf jeden Fall sowas mal ergeben. Ansonsten werde ich auf jeden Fall bei Dirt Masters sein, voraussichtlich Samstag. Was da genau abgeht oder wann ich genau da sein werde, sage ich euch nochmal in der Instagram-Story. Okay, nächste Frage. Malte fragt, schon mal überlegt, ein Street-Trial-Bike sich zuzulegen? Nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube, ich bin auch richtig schlecht in diesen Trial-Geschichten. Aber ich möchte es nicht ausschließen. Wobei momentan ein zweites Bike eher ein E-Bike wäre, womit ich einfach ein paar Mal öfter die Trails zu Hause hoch kann und einfach ein bisschen mehr fahren kann. Miko Bass fragt, lieber Jump, Flowline oder technische Lines? Das schwankt bei mir immer so ein bisschen. Technische Lines bin ich tatsächlich, glaube ich, nicht so gut drin. Da werde ich noch ein Coaching mit dem Thomas machen und dann vielleicht besser werden. Jump Lines, wenn die nicht zu heftig sind, mag ich das schon gerne. Wobei ich am allerliebsten mag so eine Mischung zwischen Flowline und Jumpline im Moment. Was ich aber auch ziemlich mag, sind Naturtrails. Ich bin im Moment ein richtiger Fan irgendwie von Naturtrails in Parks. Ist halt immer sehr kommerziell, viel los und ich mag es auch einfach mal manchmal gerne alleine im Wald zu sein. MTB Noob fragt, gibt es Anfragen für Kooperationen? Ja, immer wieder mal jetzt die letzte Zeit. Also die letzten paar Wochen kamen ein paar Sachen raus oder rein. Ich habe ja diese Cycold-Hose bekommen. Und das war aber keine richtige Kooperation. Da war was wegen Satteln. Dann war also jede Menge komische kleine Sachen, wo ich gesagt habe, hey, das bringt mir gar nichts. Ich brauche nicht so viel Zeug und das fliegt nur zu Hause rum. Und ich kenne auch nicht mal die Marke, das sagt mir nichts. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Jetzt bin ich aber gerade im Kontakt mit Insta360 und mit denen wird vielleicht was kommen. Stefan fragt, schon mal Schmelzbahn oder Drahtrolle in Iserlohn gefahren? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich war letzte Woche Freitag erst in Iserlohn auf der Verleihung für den Jugendkulturpreis. Und wir haben was gewonnen. Zwei Preise sogar, war richtig nice. Wusste ich nicht, dass da was gibt. Wobei, wenn ich jetzt so zurückdenke, da war schon ein bisschen hügelig. Vielleicht muss man da nochmal hin, ist auch nur eine Stunde weg. Werde ich mir auf jeden Fall mal auf meine To-Do-Liste schreiben. Timo MTB, Bike-Wünsche. Ja, ich habe ja im Moment einen Canyon-Talk und irgendwie hätte ich echt gerne einen Talk-On. Also das wäre echt irgendwie ein Wunsch. Ich weiß nicht, ob vielleicht das Neuron auch reicht. Das heißt mit 150 mm fähiger Weg und ich will ja eigentlich nur die Dinger auf Trails fahren und vielleicht reicht da auch weniger Federweg. Wobei auch, ja, also das Talk-On wäre schon ein Traum im Moment. Downhill Lenny fragt, Lieblingsbikepark? Momentan Winterberg, weil Winterberg auch mit den neuen Lines jetzt eigentlich alles bietet, was man so haben möchte. Ich kenne allerdings natürlich auch erst Bikepark Winterberg, Willingen und Bikepark Olpe. Und Olpe ist halt cool, weil es einfach nicht so weit weg ist. Willingen ist eine Extremfahrerei. Ich finde den Park aber landschaftlich und so mega schön und die Stimmung da ist angenehm. Und Winterberg ist immer so ein bisschen stressig. Also alles hat so sein Für und Wider. Ich glaube, so meinen richtigen Lieblingsbikepark habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Wie alt bist du? Ja, ich bin 29 Jahre alt. Noch ein Jahr, bis ich 30 bin. Wenn ich ehrlich bin, mir graut es ein bisschen davor, aber naja. Wie lange fährst du schon? Ich fahre jetzt, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 5 Monate, seitdem mein Talk angekommen ist.
Vorher bin ich mit dem Hardtail Baumarktfahrrad hier so ein bisschen auf den Trails unterwegs gewesen. Ob man das zählen kann oder nicht, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal 5 bis 6 Monate. Henry fragt, bester Bikepark, in dem du je warst? Ja, ich würde sagen Winterberg. Momentan, weil die haben jetzt einfach alles mit den neuen Lines, was man so braucht. Die Loose Lee, das kleine Stück, hat schon richtig Bock gemacht. Bin gespannt, wenn die komplett fertig ist. Tops fragt, welches Fully empfiehlst du für Anfänger? Ich fahre seit 3 Monaten auf einem Hardtail. Ich habe nicht so viel Erfahrung, dass ich da eine richtige Empfehlung aussprechen könnte. Aber ich kann dir sagen, ich glaube, jedes Fully, auf das du steigst, was so im Rahmen ist zwischen 2.000 und 3.000 Euro, ist für dich, war für mich auch so, total neue Welt. Also echt Game Changer. Und ich glaube, so wirst du dich auch fühlen. Das heißt, vielleicht mach dir gar nicht so viel einen Kopf, guck dir die Bikes an. Im Moment kann man die meisten ja auch wieder Probe fahren. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube, ich habe im Moment Größe M und jetzt in der Nachschau hätte ich vielleicht Größe L lieber gefahren. Just XLM, Dreambike. Boah, keine Ahnung. Im Moment denke ich nur an ein EMTB. Lieblingsbikepark habe ich schon beantwortet. Bestes Equipment, das du je fürs Biken gekauft hast? Momentan würde ich sagen, der neue Helm von IXS, ihr habt es im letzten Video gesehen, er ist einfach Luxus, so einen gut durchlüfteten Fullface zu haben. Also da bin ich momentan ziemlich happy mit. Bist du noch mal bald in Olpe? Ja, ich bin auf jeden Fall noch mal in Olpe. Einmal noch mit dem Thomas zusammen, steht schon fest. Und dann mal gucken. Also ich hoffe da, dass das Wetter jetzt ein bisschen besser wird und dass man dann ein paar Mal öfter wieder fahren kann. Aber Finn, wir haben ja schon mal geschrieben. Wir werden auf jeden Fall noch mal zusammen irgendwo unterwegs sein. Marcel schreibt, wann gehen wir endlich Radfahren? Ja, ich hoffe auch bald, dass wir endlich Radfahren gehen. Bei mir ist momentan zeitlich echt irgendwie eine Katastrophe. Ich weiß auch nicht. Ich schaffe es die Woche einmal zu biken. Dann fahre ich so eine kleine Runde auf den Trails, damit ich wenigstens kurz auf dem Fahrrad bin. Vielleicht kennt ihr das selber. Ist ja trotzdem immer irgendwie ein geiles Gefühl, wenn man auch nur kurz auf dem Fahrrad steht. Kaufst du dir noch ein Bike, Leo? Ja, ich hoffe sehr, dass ich mir ein Bike kaufe. Ich weiß nicht, ob es diese Saison schon sein wird. Die Verfügbarkeit ist ja auch eine Katastrophe. Ich würde gerne mal das Talk-On Probe fahren, damit ich weiß, welche Größe ich brauche. Vielleicht gehe ich dann mal Canyon besuchen. Ich weiß gar nicht, wie das läuft im Moment. Man erreicht dann niemanden und man kriegt auch irgendwie im Support niemanden im Chat. Mona Meri fragt, hey, wo warst du dort in deiner Story? Das sind, glaube ich, meine Home-Trails. Ist immer kritisch, das alles zu verraten. Wenn du aus dem Raum Bergisch Gladbach kommst, meld dich gerne mal. Philipp, wie oft bist du die Woche biken und wie weit fährst du dafür? Ich würde sagen, im Schnitt bin ich einmal die Woche biken und ich fahre maximal 2 Stunden dafür weg, damit das nicht so extrem in die Zeit geht und so weiter. Emil fragt, wann fährst du mal wieder in Nussbaum? Ja, ich habe gesehen, ihr habt da richtig viel gebaut. Dann habe ich schon gedacht, ich muss da mal wieder vorbeischauen. Aber ich bin einfach nicht so gut im aktiven Springen und ich denke, wenn ich jetzt aktive Springen ein bisschen besser drauf habe, komme ich nochmal nach Nussbaum, weil da muss man muss einfach extrem gut aktiv springen können, sonst hat man da echt irgendwie verloren. Mal überlegt, nach Trier in die Gegend zu kommen. Hier gibt es nice Trails in Mering und so. Danke für den Tipp. Habe ich bisher noch nicht überlegt, aber Trier ist ja auch nicht so ultra weit weg. Könnte man eigentlich auf jeden Fall mal machen. Ich denke, wenn ich mein E-Bike habe, irgendwann mal, Traum, dann werde ich auf jeden Fall viel, viel mehr Trails, Trailparks und so weiter besuchen. Wieder Emil, wann geht es wieder nach Winterberg? Keine Ahnung. Ich hoffe bald mal. Ein paar Leute, mit denen ich gerne irgendwie mal fahren gehen würde, aber bisher war das Wetter ja wirklich Katastrophe. Und naja, wann kommt das Enduro-Video? Ist schon online, wenn dieses Video online geht. Das war's. Das waren die wichtigsten Fragen so zusammengefasst. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen abholen, ein bisschen ja, unterhalten, ein paar Fragen beantworten. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.